Kinders, es ist jetzt gerade in diesem Moment 0:08 und 16 Sekunden und ihr könnt gleich gegen mich Fruit Ninja zocken, wenn ihr noch wach seid. An diesem schönen 2.1.2011, denn im Januar zocke ich ja gegen euch Fruit Ninja extrem viel. Und wenn ihr Bock habt, Fruit Ninja zu zocken, dann könnt ihr live dabei sein. Und damit ich nicht jedes Mal, wenn ich sage, Leute, ich habe jetzt Bock gegen euch zu zocken, das über YouTube in Form eines Videos tun muss. Und viele auch immer sagen, oh Chris, bei Facebook nimmst du mich nicht an. Das liegt einfach daran, ich bekomme da so viele Anfragen und das ist unglaublich. Und um diesem Ganzen vorzubeugen, habe ich jetzt eine Facebook-Fanpage, so wie das im Fachjargon heißt. Das heißt, im Prinzip ist das einfach nur, ich muss die Anfragen nicht mehr bearbeiten, das wird automatisch akzeptiert, dann klickt einfach gefällt mir und ist automatisch mit mir befreundet und kann mir Fragen stellen und mir Diskussionen führen und vor allem kann ich da bekannt geben, wann ich gegen euch zocke, beziehungsweise wann ich für Fruit Ninja bereit bin, wie heute um 0:30 Uhr. Alles das erfahrt ihr jetzt auf meiner Fanpage. Wenn ihr Fan von mir seid, beziehungsweise wenn ihr euch mit gefällt mir, mit mir befreundet und ja, da gibt es alle aktuellen Informationen über mich. Was macht der Chris Live gerade? Wo hat er gerade seinen Pimmelwutz drin? Wo ist er gerade? Ist er gerade wieder auf die Fresse geflogen? Alles das hier auf dieser Fanpage. Ich kann nur sagen, da steppt die Kuh. Da reißt der Elefant mal richtig die Scheiße in sich rein. Wenn Sie verstehen, was ich meine. In sich rein. Verstehen Sie? Kennen Sie das, wenn Sie nicht auf Toilette gehen und die Scheiße, die quasi schon in Ihrem Dickdarm ist, wieder zurück in den Magen geht und sich nochmals verdaut? Ja? Das sind Schmerzen, Kinders. Das wollen Sie nicht erleben. Ja? Das wollen Sie nicht erleben. Andererseits, wenn man gar nichts isst, dann kann es sein wie bei mir, dass man einfach mal die Niere ausscheißt, ja. Und all so eine Sachen, wenn sowas passiert, das erfahrt ihr auf dieser Page. Und deswegen, ja, auf die Page gehen und immer up to date sein und immer wissen, wie der Hase läuft, sag ich mal. Momentan habe ich noch so eine komische Link-Page. Deswegen findet ihr den Facebook-Link zu dieser Seite in der Videobeschreibung unter diesem Video. Und dann freue ich mich, wenn ihr euch mit mir befreundet, damit ich auch ein paar Freunde habe. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Das soll es gewesen sein. The Chris Life ist raus.